So, Zeit mal wieder für anspruchsvolle Missionen jetzt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, jedes Mal, einfach jedes Mal Prototyp wieder beschaffen. Bla, 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 tschüss. Beendet. Ah ja. Okay. Dann gehen wir mal jetzt mit... wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da liegen Schätze. Ja. Nein. Genau, nein. Egal, gehen wir erst noch ein bisschen wieder mit dem interessanten Front reden hier. Brauchen Sie etwas? Lass mal wieder ein bisschen quatschen. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Also gut, ich habe gerade eine Nachricht für Kolliard aufgenommen. Wie läuft's mit ihm? Es ist schwierig. Wie immer, wenn es wirklich um etwas geht. Ich habe es nie erklärt. Die Geschichte vom Tod meiner Frau hat sie wohl überrascht. Ja, aber ich konnte warten. Sie hatten immer Geheimnisse. Sie haben viel von Ihrem Volk erzählt, aber kaum etwas über sich. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Ich bin nur nicht daran gewöhnt, jemandem zu trauen. Schon gar nicht, seit Erika ermordet wurde. Die Erinnerung, die ich erwähnt habe. Der Laserpunkt auf dem Schädel der Zielperson zittert. Der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Das war Erika. So habe ich sie kennengelernt. Sie sah im Vorbeigehen meinen Ziellaser und hat sich dazwischen geworfen. Was? Oha. Dann haben sie sie geheiratet, oder was? Wie ist es abgelaufen, dass sie erst ihren Schuss blockiert und dann ihre Kinder bekommen hat? Ich musste sie einfach kennenlernen. Ich war wie besessen von der Erinnerung. Ich bin vor ihr auf die Knie gefallen und habe sie um Vergebung angefleht. Sie hat mir die Welt außerhalb meiner Arbeit gezeigt. Irgendwann hat sie mir vergeben. Und später hat sie mich geliebt. Okay. Und ihre Reaktion? Sie hat sie wohl ziemlich beeindruckt. Durch sie bin ich aufgewacht. Ihr Körper zittert. Nicht aus Angst, aus Empörung. Ihre Lippen bewegen sich. Wie können Sie es wagen? Wir beide wurden dazu ausgebildet, uns für andere zu opfern. Aber wie oft wirft sich ein Zivilist vor eine Kugel, um jemanden zu beschützen, den er gar nicht kennt? Ich dachte, sie wäre die Göttin Arashu. Unsere Blicke trafen sich durch das Visier. Und mein Ziel wurde unwichtig. Okay. Und was geschah mit ihr? Kolliard, haben Sie gesagt, dass sie gestorben ist? Ich wurde selbstgefällig. Ich dachte, Erika und Kolliard wären sicher. Ich bin zu lange weggeblieben. Und meine Feinde haben sie geholt. Und wer? Wer kam zu ihr? Batarianer, Sklavenhändler, die sich in den äußeren Kolonien der Hanna herumtrieben. Ich hatte ihre Anführer getötet. Sie haben den Shadow Broker dafür bezahlt, herauszufinden, wer ich war. Aber vor mir hatten sie Angst. Also gingen sie zu ihr. Und weiter? Sie haben Kolliard gesagt, sie hätten ihre Mörder zur Strecke gebracht. Erika hat mich aufgeweckt. Als sie tot war, bin ich in meinen Kampfschlaf zurückgekehrt. Mein Körper hat die Killer gejagt und ermordet. Ich habe gelernt, schnell und sauber zu töten, um das Leid zu minimieren. Aber die habe ich leiden lassen. Ihr Körper, nicht ihre Seele? Sagen Sie es nicht Ihrem Sohn. Sie haben aus Instinkt gehandelt. Laut Ihren eigenen Regeln dürfen Sie sich nicht die Schuld geben. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, Sie zu jagen. Ich habe außer Ihnen nie jemandem das Leben genommen, weil ich es wollte. Sie sind die Einzigen, die auf meinem Gewissen lasten. Ich habe über meine Frau nicht gesprochen seit... Ich habe noch nie darüber gesprochen. Es war niemand übrig, dem ich es hätte erzählen können. Sie gehören jetzt zu meiner Crew. Thane, das Schlimmste ist, dem Tod mit Bedauern entgegenzutreten. Sie gehören zu meiner Crew und ich betrachte sie als Freund.
Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, fragen Sie einfach. Ich war noch nie Teil eines Teams. Attentäter arbeiten meist allein. Aber langsam sehe ich Vorteile darin, dem Tod mit Mitstreitern an der Seite zu begegnen. Ich arbeite daran. Gut. Diese Unterhaltungen sind immer sehr nett mit ihm. So, dann. Nein, falsche Seite. Geh ich mal meinen Lieblings-Organer noch besuchen? Na, der ist unten. Na, egal. Oh, Samara, Sie wollten mit mir reden. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss Sie um Hilfe bitten. Das fällt mir nicht leicht. Okay. Ich tue, was ich kann. Was brauchen Sie? Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte Sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Okay. Und warum ist das so wichtig für Sie? Sagten Sie nicht, Sie hätten Ihre Spur nach unserer Mission aufgenommen? Ich weiß, wo sie ist. Jetzt. In einem Monat kann sie wieder weg sein. Es ist die beste Gelegenheit, die ich je hatte. Wo ist Ihr Aufenthaltsort? Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Ja, schon wieder ins Afterlife. Da waren wir erst vorher. Verdammt. Egal, okay. Und wie wichtig ist es Ihnen? Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. Ja, aber, wer ist sie? Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Warum der besondere Name? Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Wow. Warum so unbekannt? Zwang? Töten wegen den Genen? Sie jagen also Asari nur, weil sie mit einer bestimmten genetischen Disposition geboren wurden? Sie kommt im Erwachsenenalter zum Ausbruch und wenn eine Asari damit diagnostiziert wird, erhält sie die Möglichkeit, zurückgezogen und bequem zu leben. Wenn sie sich weigert, beweist das ihre Sucht nach der Ekstase beim Töten eines Sexualpartners. Für so jemanden gibt es keine Erlösung. Das ist schon ein bisschen extrem. Sie müssen also zwischen Gefängnis und Tod wählen? Der Zustand ist eine Sucht. Vergessen Sie nicht, wie leicht wir uns an alles anpassen. Wenn Morinth nicht geheilt werden will, dann ist es auch nicht möglich. Okay. Und ist es ein Zwang? Kann sie nicht darauf verzichten? Jede Begegnung verleiht ihr Stärke. Der Effekt ist wie eine Sucht. Je öfter sie es tut, desto größer ist der Drang danach. Sie wird damit nie aufhören. Sie kann es gar nicht. Wie eine Droge oder was? Warum eigentlich so unbekannt? Warum wird das in der Literatur oder Kunst der Asari nie erwähnt? Als wir noch primitiv waren, waren alle von den Adat Yakshi fasziniert. Einige Kulturen verehrten sie als Götter der Zerstörung. Heute haben die Asari ihren Platz in der Galaxie und wollen nicht, dass dieser Defekt allgemein bekannt wird. Soweit ich weiß, existieren heute nur noch drei. Zwei leben völlig zurückgezogen. Die dritte ist geflohen. Morinth. Sie ist geflohen und ich habe geschworen, sie zu töten. Ist Freiheitswunsch falsch? Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie geflohen ist. Ihre Flucht war ein Beweis ihrer Sucht. Sie vertrat dabei keinen moralischen Standpunkt. Sie wollte einfach nur weiterhin töten. Sie ist eine tragische Gestalt, aber keine, die Sympathie verdient. Okay. Also gut, sie ist gefährlich, ich hab's verstanden. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit.
Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Okay, holen wir sie uns. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur. Dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Andere Kinder? Sie sagten, es sei genetisch. Wie viele Kinder haben Sie denn? 3. Und es gibt derzeit 3 Adat Yakshi. Es ist genauso, wie es sich anhört. Morinth war immer die Wilde. Sie war glücklich und frei. Aber auch egoistisch. Ihre Tochter ist also diese mordende Nymphomanin. What the fuck, Alter? Es tut mir echt leid, Mann, für sie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Erzählen Sie mir einfach mehr. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das muss hart gewesen sein. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Was? Alter. Ich verstehe. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Oh, krass. Wir holen sie uns. Wir werden Morinth finden. Morinth ist also ihre Tochter, die, wenn sie mit irgendjemandem schläft, dann... Gehen wir noch ganz kurz zu Tali. Alter, 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 Alter. Das sind Stories, Alter. Das ist ja, wow. Krank. Okay. Hallo. Shepard, was kann ich für Sie tun? Sollen wir nochmal reden? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Nur, wenn es sicher ist. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Es ist irgendwie so, diese Beziehung mit Tali ist irgendwie so wie die Beziehung mit Liara. Ich weiß gar nicht, ob im dritten Teil Tali nochmal zum Team gehört. Ja, mal schauen. Werden wir sehen. Gut. Alles klar, dann gehen wir jetzt auf die Jagd nach ihrer Tochter. Auf zum Masseportal. Treibstoffreserven bei 50%. Jawohl, wir schaffen es. So, einmal tanken bitte. Sonde kaufen, also. Okay. Ab ins Masseportal und dann würde ich mal sagen...
Samara helfen. Ab nach Omega. Sie ist also in Omega untergetaucht. Okay, und dann auch noch in so einem Stripladen. Das, ja, könnte hässlich werden. Nimm mal Kasumi mit. Let's go. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad-Yakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adad-Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Arya T. Loke sie überwachen lässt. Danke. Okay. Also sie ist im Afterlife. Aber das Afterlife ist groß. Zurück, Commander. Hey, Moment. Wie geht es Ihren Syndikat? Wenn Sie auf Omega sind, laufen die Dinge entweder sehr gut oder sehr schlecht. Nun, es gibt auch immer eine dritte Möglichkeit. Ich habe beschlossen, meine Aktivitäten auf Omega auszudehnen. Natürlich hatte ich weder die Fähigkeiten noch die Ressourcen, um es mit Arya aufzunehmen. Also habe ich ihr gestattet, mich zu übernehmen. Meine Organisation ist jetzt okay. Ein Tochterunternehmen. Solange Sie dabei gesund bleiben. Ich muss gehen. Natürlich. Das habe ich doch schon gehört. Wo muss ich denn hin? Wo soll ich denn die Tochter jetzt finden? Sie muss im Afterlife sein. Was? Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Ich hab zu tun. Im Moment nicht, nein. Das Angebot steht. Wo ist denn Arya? Ach, da. Was brauchen Sie? Samaras Tochter. Nichts. Sehen Sie auf diesem Datenpad? Ah ja, stimmt, das muss ich ja auch noch abgeben. Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Okay. Ja gut, und dann suche ich noch mal Samaras Tochter. Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adad-Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adad-Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Dann, das werde ich. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Okay, die Wohnhäuser. Arya hat Arbeit für Sie. Ja, ich habe jetzt keine Zeit zum Arbeiten. Das ist privat drauf. Marktplatz.
Was ist das? Untere Ebene. Ah, mit dem musst du ja auch noch reden. Ich habe gehört, dass Sie mit Harrod gesprochen haben. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Ihnen 1000 Credits geben. Nein. Schön für Sie. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. Sehr gut. Was hat denn der da? Hatten der so zu verkaufen? Halbautomatisches Gewehr. Geht Plasmaschrot. Sie haben eine gefährliche Aufgabe, die erledigt werden muss. Oder Angestellte, die einfach nicht arbeiten wollen. Da können wir nicht. Okay, ich muss jetzt irgendwie in die. Wo sind denn die Wohnblöcke? Apartments. Jetzt da lang. Transporter, okay. Hallo. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Ich glaube Ihnen. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin auf Ihrer Seite. Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Okay. Hatten Sie Neffs Freunde? Also, hatte sie Freunde? Nein, erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihre Tochter. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neffe hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Okay. Hatte sie Freunde? Oder hatte sie viele Freunde? Hatte ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Erzählen Sie uns von der Asari. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Okay. Sind Sie sicher, dass Ihre Tochter unter Drogen gesetzt wurde? Samara, kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morinth hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Ja. Ah, ich weiß nicht. Es klingt schon so, dass sie es war. Aber nicht so vorschnell. Sobald uns alle Fakten vorliegen, werden wir entscheiden, wie wir vorgehen. Wenn Sie die Person finden, die meiner Neff etwas angetan hat, dann bringen Sie sie um. Oder Sie sagen mir, wo sie ist, dann mache ich es selbst. Okay.
jetzt? Waren sie besonders oft zusammen? War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morans nicht in der Nähe war. Okay. Gut, darf ich mich umsehen? Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Okay. Ist die Küche... Das ist ihr Zimmer. Was haben wir da? Ein Tagebuch, Notiz, eine Statue. Neff hat das gemacht. Ein Mann von einer Galerie hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten, aber ich würde mich nie davon trennen. Neff, ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass dir irgendwas Böses widerfährt, meine Liebe. Kannst kaum erwarten, deine Meinung über Forta zu hören. Okay. Ältester Eintrag. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ja Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung. Ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Okay. Mittlerer Eintrag? Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morans ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzter Eintrag. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben. Wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morans so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Tja, jetzt bist du leider ein totes Mädchen. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Junge, Junge, Junge. Klingt gefährlich. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Ein perfektes Raubtier. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte.
Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Wir stellen ihr eine Falle, oder? Haben Sie einen Plan? Ich frag mal Sie nach einem Plan. Es klingt, als würden Sie sowas wie einen Plan entwickeln. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Ich bin der Köder. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morins rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Okay. Allein und unbewaffnet. Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein, das schwöre ich. Aber sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Morins ist viel zu gerissen. Sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Vertrauen Sie mir. Alles klar, dann ziehen wir es durch. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Okay. Hallo. Haben Sie etwas gefunden? Kann ich irgendwie behilflich sein? Nee, das war's. Ich muss jetzt gehen. Hallo. Also zurück ins Afterlife. Bereit! Das Ende ist nah! Ja. Ist das Shepard? Shepard ist auch nicht. Ist das Shepard? Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ich muss doch jetzt ohne Waffen, ohne Leute. Na egal. Das ist der Privatraum. Oder wo muss ich hin? VIP. Area. Afterlife, untere Ebene. Okay. Was brauchen Sie? Samaras Tochter. Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Ach, das ich haben wusste wir es. Sie haben nichts unternommen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Okay, das habe ich schon. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Wo ist denn dieser VIP-Raum? Ich dachte, das wäre der VIP-Raum. Privatraum ist verschlossen. Ist nicht VIP, ist Privatraum. Mal gucken, vielleicht kommt er in die unteren Ebenen. Der kann mir sagen, wo der VIP-Raum ist. Ah, da ist der VIP-Raum. Oder? Also, ich habe Arya gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle.
Ha? Ich kenne sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Gar nichts, Alter. Erzählen Sie mal ein bisschen von dem Patriarch, den Sie ja sind. Warum nennt man Sie den Patriarchen? Es heißt, ich würde alles wissen und sehen, weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe. Und Sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Okay. Wie stehen Sie zu Arya? Was wissen Sie über Arya? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Arya ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht, die Hälfte meiner Knochen gebrochen und mich am Leben gelassen. Warum? Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Nette Kriegsgeschichte. Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Okay, alles klar. Ciao. Ich muss jetzt gehen. Da lang. Wo sind die Privaträume? Hier liegt einfach ein Toter. Wo sind die Privaträume? Da geht's raus aus dem Club. Wir müssen im Club die VIP-Räume finden. Weiter. Hier war ich drin, ne? Ja, da ist der Gorgana. Das ist die Tanzfläche. Keine Ahnung, soll ich einfach nur tanzen oder? Wie locke ich sie denn an? Warte mal, jetzt müssen wir mal das Tagebuch lesen hier. In den VIP-Club gehen, okay. Keine Ahnung, wo dieser scheiß VIP-Club ist. Ist er nicht. Schiffe haben Schiffe unbekannter Bauart gesichtet, deren Silhouette jedoch stark an alte Schiffe der Rachni erinnert. Aber hier oben läuft andere Musik, die. Das ist ja seltsam. Also, das hier ist für mich VIP. Aber. Ich kann mich auch irren. Nee.
Privatraum ist es nur. Sag mal, wo ist der VIP-Raum? Alter, diese Disco ist doch nicht so groß. Da muss doch irgendwo dieser VIP-Raum sein. Server, obere Ebene, Eingang. Komm ich eigentlich da hoch? Ich keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, wo dieser scheiß VIP-Raum ist. Ich tanze jetzt einfach mal. Ja. Ja, aber vielleicht kommt sie dann. Wo ist dieser VIP-Raum? Weißt du das? Ich hab noch irre. Aria war nicht immer so unnahbar. Das hier ist für mich ein VIP-Raum, aber das funktioniert auch nicht. Wenn der nicht angezeigt wird, wird es ein bisschen schwierig für mich, den zu finden. Omega Markt. Afterlife VIP-Raum da! Ah! Oh mein Gott, der ist ja ganz woanders. Lol. Ich habe ihn gefunden. Das ist der Afterlife VIP Only. Ah, okay. Jetzt, mein Gott, Alter. Was wollen Sie hier? Lass mich rein. Was ist da hinten? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Lassen Sie mich rein. Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Was wollen Sie hier? Ja, Root schickt mich. Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Nice. Okay. Sie müssen allein reingehen. Morinth wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben Sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für Sie vorbereiten. Und wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie das sogar wollen. Okay. Und wie kann ich Sie rauslocken? Wie kann ich Ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können Ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn Sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn Sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen Sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird Sie faszinieren.
Sie wird sie wollen, sobald sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, ihre Vorsicht auszuhebeln. Okay. Wie bekomme ich denn Zugang zu ihrem Apartment? Wie überzeuge ich sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Okay. Und was ist, wenn ich mit ihr alleine bin? Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Naja. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Alles klar. Was haben wir herausgefunden? Okay, was haben wir noch über Morinth erfahren, das uns weiterhelfen könnte? Laut Neffs Tagebuch tanzt Morinth gern, wenn sie eine Droge namens Halex konsumiert hat. Neffs Tagebuch erwähnt ein Video mit dem Titel Bienya. Es scheint irgendetwas mit glamourösen Frauen zu tun zu haben. Morinth hat Neff eine Notiz geschickt, in der steht, dass sie den Elkor-Künstler Forta mag. Tja, Shepard, mehr wissen wir nicht. Alles klar. Dann weiß ich, was zu tun ist. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Alles klar. Okay. Wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expert 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expert 10 ist schon morgen. Expert 10 ist eine Band? Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band. Das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Wo ist diese Asari? Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Okay, tut mir leid. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lass ich was sprechen. Okay. So, dann schauen wir uns mal um. Sei doch nicht so. Ich hab Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Ey, yo, lass sie in Ruhe. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Was ist denn? Ich such doch nur ein bisschen Unterhaltung, das geht sie gar nichts an. Die guten Zeiten sind vorbei. Danke. Die Security hat gepennt. Okay. Das könnte ihre Aufmerksamkeit gereizt haben. Hey. Hey. Tanzen wir? Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt das Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Das ist sie nicht, oder? Nein, das ist sie nicht. Keine Ahnung, wo sie ist. Hier sind so viele Asari. Irgendeine muss es sein. Heutzutage lassen sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Sie sind auch hier. Das Niveau muss niedrig sein, sonst wären sie nicht hier. Es ist albern, wenn Menschen versuchen, beeindruckend zu wirken. Barmann, noch ein Drink. Da ist auch noch einer.
Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hinkwert ständig an den Lappen zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Gehen Sie einfach. Ich will, dass Sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Und? Was halten Sie jetzt von uns? Ich helfe Ihnen mit dem Boss. Hä, was? Keine Überfalle heute Abend. Ja gut, ich helfe Ihnen. Ich könnte Ihnen genug Credits geben, um Ihren Boss zufriedenzustellen. Dann gehen Sie und kommen nicht mehr zurück. Und niemand wird verletzt. Hört sich gut an. Gehen wir. Mein Name ist Morin. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Und schon hat sie angebissen. An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Wir sind uns ähnlich. Ich bin mir ganz sicher. Ja, wir sind uns ähnlich. Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Kunst. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Ich weiß, was mir gefällt. Ich mag Echolofort. Ich weiß, was mir gefällt. Mir gibt es nichts. Ich muss auf jeden Fall Kunstliebhaber sein, sonst ist sie nämlich nicht interessiert. Manche Werke berühren mich durchaus. Was berührt Sie wirklich? Ein Bild von Ihnen. Ein Bild von Ihnen würde mich mit Sicherheit berühren. Oh, wirklich nett, dass Sie das sagen. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Oh, was ist mit Gewaltvideos? Actionvideos? Beschäftigt. So was sehe ich mir nicht an. Ja, komm, was ist mit Gewaltvideos? Was halten Sie von der Gewalt in den Videos? Sie wirkt gefälscht auf mich. Ich sehe keinen Sinn darin. Sie kennen Gewalt. Ich hab's gespürt. Sie kennen sich mit echter Gewalt aus. Genau wie Sie. Okay. Dann Musik. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Ja, genau, das Example 10. Stimmt, das haben wir herausgefunden. Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Wie die Droge? Was halten Sie von Halex? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Jetzt Reisen oder Familie? Ah, komm. Reisen. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Ich mag die Gefahr. Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Macht ist das Ziel. Macht ist stark. Der Stärkste hat auch die Macht. Das ist sicher richtig. Unter Kindern. Wer die Macht am meisten will und bereit ist, alles dafür zu tun, bekommt sie auch. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Sie will mit mir alleine sein. Erwischt. Meine Silberzunge hat's geschafft. What the fuck?
Was sind das? Waffen? Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin und er demzufolge sterben wird. Wow. Okay. Also ich wäre jetzt schon lang gegangen. Was ist das? Wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. What the fuck, Alter? Was zur Hölle? Da steht einfach eine Statue von einem Kroganer. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Oh ja, das glaube ich. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Schachspiel. Kurz bevor sein Leben endet. Alter, schon wie die redet. Ich gehe, also hey, das ist mir ein bisschen zu finster, zu dunkel. Ich hau mal ab. Ach, verdammt. Okay, ich glaube, wir haben uns alles angeguckt. Na dann, unterhalten wir uns weiter. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Sicherheit ist eine Lüge. Oh. Nein. Ja. Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, diese Ansicht sind wir beide. Wir ähneln uns nicht. Wir haben beide schon oft getötet, aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz. Moment mal. Wie kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen! Oh. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Überraschung. Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie, wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat einen kleinen Helfer gefunden. Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben gehoben zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Oha. Ja, Mori, natürlich. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Mögest du Frieden in den Armen der Göttin. Hey. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Alles in Ordnung? Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Okay. Dann los. Das war's. Mission erfolgreich. Mori wurde ausgemerzt, nachdem sie so viele Männer um den
Finger gewickelt hat und dann wie eine schwarze Witwe, die in ihre Falle reingetappt sind und alle gestorben. Und sie hat ja nicht zurückgeschreckt. Ob Mann, Frau, scheißegal, die hat alles gefressen. Okay, dann würde ich mal sagen, zurück zur Normandy. Wo ist denn die Normandy? Porter Normandy, ja. Bereit! Das Ende ist nah! War schon eine krasse Geschichte. Aber irgendwie... weiß nicht. Man hat von ihrer Tochter nicht viel mitgekriegt. Vielleicht hätte ich doch Familie fragen sollen. Shepard? Tja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist sie tot. Aber es war wohl das Beste.